Dann können wir es machen ist, oh danach. mein Gott. Gib mir ein, gib mir. Kennst du diese Lenkrakete? Gib mir die bitte. Ey, hallo. Da brauche ich. Ja. Ja, wen ficken wir danach, Sosa? Sag mal. Ich wurde gekündigt von den Polizisten. Ich fick die jetzt. Wo? Sollen wir die helfen? Nein, dann kriegt ihr eine Razzia oder so. Also ich bin auf. Ich fick die kurz und danach habe ich Zeit. Ja, okay. Ich wollte es nur. Ich habe gehört, du hast Probleme hier. Wie Probleme? Ich wollte dir helfen. Aber. Ja, warte, willst du mitmachen? Ja, dann ficken die die Platz oder nicht? Ja, warte, nein, zieh einfach dein Oberteil aus. Okay. Ich hab eh kein Oberteil. Sag mir mal deine Lieblingsnummer. Kevin, warum bleibst du nicht stehen? Reparieren, oder? Boah, dann ist schwierig. Und wir sind abgestürzt. Die haben noch einen Platz frei. Ich kann hier nicht einsteigen mehr. Ich ja, okay, dann muss ich gleich nicht. Großer Arsch, ja, okay. Ich bin noch am Telefonieren. Bleib mir jetzt. So, jetzt vergangen können. So. Picke. Chat, merkt ihr, wie gereizt die sind? Jetzt, ich lass meine Wut an den PD-Lern raus, ich werde die alle ficken. Ich bin einfach heute zu meinem Onkel gegangen. Hat er dich eingeladen, oder was? Ja, ich habe einfach gesagt, nein, ich kann nicht. Mich hat er auch eingeladen. Einfach ganz, mein Onkel? Ja. Der meinte, deine Tante ist also, lange nicht mehr befriedigt worden, weißt du? Deswegen. Ey, habt ihr alle einen Fallschirm? Habt ihr alle einen Fallschirm? Nein, ich hab keinen. Nein. Kalito, kannst du ihm einen Fallschirm geben? 218. Ja, was? Kannst du ihm einen Fallschirm geben? Wir landen auf dem Dach. Ich geh da aber nicht rein mit einem Pistole. Puff. Nein. Ich mach das doch, Bro. Ich bin doch da, Bro. Ja, hast du einen Fallschirm? Soll ich direkt abstürzen? Ich hab einen Fallschirm. Ja, Dings braucht eins. Kevin. Warte. Okay, wir landen auf diesem gegenüber. Ihr wisst, welchen ich meine. Hast du einen bekommen? Nee. Hier, vorne auf dem. Warte. Wo? Ich. Ja, dann gib mal deine Schuhgröße. 218. Siehst du die Markierung? Okay. Wo? Hier links. Ja, genau. Hier oben. Schwingen wir einfach runter. Aber warte mal kurz. Willst du nicht gegenüber vom PD? Gegenüber vom PD. Nee, da kann man gegen Garage reinschießen, weißt du? Ich glaube, hier ist besser. Vertrau mir. Nein! Ja, okay. So. Jetzt werden Mütter gefickt. Auf einmal keiner hier. Mal den Heli kaputt. Ich mach Rückendeckung mit Pistole, okay? Yeah, halt mal hinten. Du machst das. Ja, ich mach Rückendeckung. Du machst, genau. Sehr stark. Ein Hure, die mitgekommen ist. Ja. Okay, ja, aber sind die überhaupt da? Nein, die sind noch alle im SG? Ja, dann lass MSG. Ja, und jetzt? Ja, dann lass ihm SG. Ja, komm. Flieg. Kevin, flieg. Warte, wir müssen Toni noch porten. Warte, er kommt auch. Und gib Kevin und Toni auch Sniper. Der Wichser hat auch Ding. Ich hab Sniper. Sag mir mal deine Lieblingsnummer. 730. Hol mal 730.
Okay, komm. Kevin fliegt. Das ging schnell. Soll ich fliegen? Nein, bitte nicht. Warum, Jungs? Bitte, vertraut mir doch. Bitte steig einfach rein. Ach, Mann, komm. Alter. Wir brauchen aber wieder Fallschirm. Sonst fliegen, wenn wir tot sind. Warte. Ja, no bad. Oh, fuck. Rot ausziehen, ne? Toni, du musst dein Rot ausziehen. Einsteigen! Nein. Ja, ich muss was machst du? Warum ist er nicht eingestiegen? Warte. Steig ein! Oh, Alter. Das kann ich nicht ausziehen. Fuck. Wie ziehst du meinen Rucksack aus? Was? Mach gleich, alles gut. Ja. Was ist die Plan? Wir gehen zum SG und ficken die Polizisten. Mit einem Sniper. Brown oder was? Nein, hau mir anders ficken. Hast du was zu essen, Toni? Nein. Whisky, wie ich das? Oder doch? Doch, hab ich. Gib mir mal was. 1, 2, 4, 5. Hast du bekommen? Wenn ihr craft ein bisschen. Ey, Kevin, hast du einen Fallschirm bekommen? Toni, kannst du mit dem Fallschirm umgehen? Nein, ich hab keinen. Natürlich nicht. Doch, das kriegst du hin. Das ist ganz einfach. Siehst du aus? Kriegst du hin, Omi. Bring raus und dann machst du nochmal, als ob du rausspringst. Okay. Zweimal auf dieselbe. Aber kein drittes Mal, ja? Ey, Sosa, hast du einen bekommen? Wie siehst du denn aus? Nee. Hä? Egal, lande einfach. Reißt, wenn ich eine Pistole hab? Warte mal kurz, warte. Warte, noch nicht, warte. Jetzt? Wir müssen nicht abspringen. Nein, wir müssen. Alles gut. Sie gehen sowieso hier hin. Jungs, weißt du, wenn ich eine Pistole hab? Ja, wir machen das schon. Was soll ich mit Pistole? Was brauchst du, Toni? Eine Waffe? Also keine Ahnung. Gib ihm mal eine Minigun. Ich bin Waffenarsenal geworden. Komm her. Gib ihm mal eine Minigun. Hier, ich brauch Kleber. Hier. Blue Life. Gib ihm Blue Life. Von wo? Ey, komm, wir machen gleichzeitig einen Kill. Komm. Okay, warte. Komm hierher. Und du musst auf einen zielen, ich muss auf einen zielen. Hast du einen im Visier? Nee, da ist keiner. Nee. Wo sind die alle, Omi? Als ob das gerochen hat. Doch. Wo? Da sind die. Da ist einer im Auto. Und noch einer. Schieß in 3, 2, 1. Ja, geil, Jungs. Ich hab einen, ich hab einen. Da. Mann, Digga. Woher habt ihr die Waffe? Ich hab ihn, er liegt. Mann. Warte, Toni. Hier, es gibt ja auch eine Waffe. Ja. Yeah. Mission completed. Hier, liegt auf dem Boden. Da. Batterien? Ich außerhalb vom Sichtfeld. Hey, du musst zweiten Finger und dann in dein Dings ziehen. Warte mal, geh mal zu Kalito, ist sogar da. Er gibt dir eine Waffe. Kalito! Kannst du Toni eine Waffe geben? Raketenwerfer oder so? Oder eine Minigun? Hi. Was, guck mal. Gib mal Toni was. Hat er bekommen? Achtung! Einfach Rolle mit Sniper. Da ist keiner mehr. Wir müssen nächsten Spot. Nee, die kommen, vertrau mir, die kommen. Ja, aber wenn die uns jetzt von hinten ficken, sind wir am Arsch, gell?
Wir sind alle mit Sniper. Ich platziere mich mal woanders hin, ja? Bleibt ihr hier. Hört ihr mich? Hallo, 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 hallo? Ja, jetzt. Hallo. Jetzt haben wir dich. Ja. Komm, lass mal pushen, wir haben doch alles. Okay. Komm, Bruder, komm. Okay, komm, Toni. Pushen. Warte, mit Kevin, wo ist er? Habt ihr noch so eine Waffe? Komm, wir gehen pushen. Oh, da ist er. Warte. Oh, okay. Ich bin eh gleich tot, Mann. So, ich geh mit Pistole. Oder ich brauch Muni auch. Wie mache ich eigentlich ein anderes Visier rein? Hey. Ja, ja. Brauch ein MP5. Jungs, ich hab auch Viagra. Ich das seid ihr. Okay, komm. Mach die Flossen hoch! Mach die Flossen hoch, ihr Arschgesichter! Wir haben die Hände oben! Wir geben uns! Mach die Flossen hoch! Ja, die sind oben! Jetzt, bitte! Sind Aber sie alle verrückt? Raus. Alle raus da! Ihr raus ja! Naja, das sind Kriminelle, ja. Aber fast unschuldige Leute! Von hinten! Hallo, bitte nicht schießen, ihr Slabauken hier! Hab ihn! Hab ein! Entschuldigung, könnten Sie bitte leg, einer zu schießen? Halt die Schnauze! Homie, heute ist dein Glückstag, du kannst abhauen! Ja, wirklich, das ist so einfach. Hier ist noch eine! So, hau ab, mein Homie, Mann, heute ist dein Glückstag! Im Namen des Gesetzes, sie sind verhaftet. Der hier. Der ist schon bewusstlos, Bruder. Ja, den können wir hinrichten. Nein, bitte nicht hinrichten. Komm her, du Arschgesicht. Alter, ich hab nichts gemacht, ich hab nur Familie zu Hause. Wo heißt du, Honi? Wie ist dein Name, Omi? Sepp. Wie heißt dein Tochter? Ich hab keine Tochter. Sada, dann bist du kein weiterer Nutzen für mich. Nein, ich hab eine Tochter. Ey, sag. Astan, ihr Name ist, Sabine. Astan Vista, Bebum. Du sei dein Zehner, der Tod. Alter, das siehst du nicht, dass ich platze. Geh in den Raum rein, du verdammter Wichser, da! Ich das ja mit dir drin ist. Ruf die Polizei, mach ein Dispatch. Was macht denn der da? Rein da! Mach die Tür auf! Mit der Masse! Kevin liegt aus Versehen! Lieg! Minus eins, hab einen! Kevin liegt! Ich hab Kevin geholt! Guck mal, da ist ein Fledermaus oben! Ein Fledermaus oben! Warte, wo ist Kevin? Hier! Kevin, Bro, ich hol dich wieder! Wo ist der dicke Officer? Sosa hat irgendwelche Drogen heute genommen. Ja, safe. Der hat wieder mich gesagt. Kommt so in die Folter. Liege! Achso, es war Norbert. Warum kommt er auch mit Kali-Heli, Digga? Digga, warum liegt der Junge? Was ist das denn hier vor der Tür? Was habt ihr mit ihm gemacht? Was ist los? Helf mir, Mann, helf mir!
Was habt ihr mit dem Big Officer gemacht? Nichts, wir kümmern uns gut um ihn. Was ist das denn hier? Was ist da? Was ist da? Was ist das vor der Tür? Helikopter! Wer hat das reingeflogen? Ich hab ihn gesniped und er ist genau hier vor gelandet. Oh. Ey, du musst mit der Minigun das Ding weghauen. Ja, warum landest du das Ding überhaupt hierher? Nehmen Sie einen Schnee. Alles gut, alles gut. So vertrau mir, bleib, alles gut. Nein, weg damit, ja, du musst mit der Minigun hier rauf. Ja, weg damit. Toni, du kommst hier nicht raus. Toni, geh weg, ich zeig dir, wie dein Profi das macht. Was? Geh weg da. Komm. Au! Lang lebe Amerika, ihr Wichser! Fuck 12! Hallo? Ja? Komm raus! Komm. Bist du sicher? Ja. Ey! Beweg dich! Du bist einer von Geisel. Uns! Wie ist einer von uns? Ich merke dich! Ja, er ist einer von uns! Er ist ein Verräter, er ist kein Kopf! Er ist ein Officer! Bist gesetzt? Ja, und ich werde sie verhaften nachher. Na, und nimm den dicken Kopf als Geisel. Wir holen jetzt die Polizisten zu uns. Nein. Du bist korrekt? Nee. Nein, ich bin korrekt. Tony, nimm ihn mit. Da oben sind Polizisten. Ja, ich hab auch einen. Warte. Hab noch einen. Hab einen. Hab einen. Lieg. Hab vier. One shot. Oh, das war Messi. Messi liegt. Wo ist? Oh, Messi liegt, Messi liegt. Wir nehmen die Geiseln, kommt. Ich bin ein Werner. Ich hab den Fenster dabei. Du bist unsere Geisel, Junge. Ja, ich hab einen Namen, nimm mich nicht platt. Ich hab den Fenster hier. Sehr gut. Wo sind die ganzen Officers? Waren das alle? Ich glaube, nicht. Nein, mein Minigun liegt in die PD. Wie, dein Minigun liegt da? Der Fetzer hat die aus der Hand gestiegen. Nein, stimmt gar nicht. Ich hab nichts gemacht. Was hast du gemacht? Ich will die nicht. Ach, guck bitte auf die hier drinnen. Gerade eben war noch dein Kollege, jetzt auf einmal ist ein Fettsack, weil er dein Minigun weg ist. Ja, der meinte, der will uns verhaften. So, du gehst mal kurz hier im Fettsack. Nimm dir mal jemand. Alter, ich hab einen Namen. Nicht bewegen, Junge. Wo liegt die? Wo ist die? Hier, auf dem Boden, hier. Ah ja. Da, hier. Okay, komm. Hab sie, Fettsack. Ihr verliert doch noch was? Hast du die wieder, Toni? Ja. Oh, ich hab die auch weggeworfen. Komm, steig rein. Fühl mich ein bisschen wie da Mahatma Gandhi. Wie was? Mahatma Gandhi. So, Funk jetzt durch, dass drei Leute dich als Geisel genommen haben. Hallo, oh. Funk, ich werd als Geisel. Na, funktioniert irgendwie nicht. Nee, funktioniert nicht. Hallo, Funk, ich werd als Geisel genommen. Du sollst funken, ruf deinen Chief. Ja, ich hab seine Telefonnummer nicht. Du arbeitest doch da. Ich bin Sheriff. Geh in Funk. Du kannst trotzdem in Einser von rein. Ja, gut, was soll ich sagen? Hast du als Geisel genommen, wärst du Arsch gesehen. Genau. Hallo, hier spricht der Sepp, ich werde als Geisel genommen. Dass wir 30 PDler umgelegt haben. Und die haben 30 Leute umgelegt. Und wir fahren zur Staatsbank. Wir schützen und die von drin. Es lebt niemand mehr, sie haben alle umgelegt. Hat jemand zurückgefunden? Also, ich bin ja kein Krimineller, aber ich empfehle zuerst die Geisel zu nehmen und dann, wenn es nicht funktioniert, zu schießen. Aber zuerst alle umknallen, dann Lösegeld fordern. Toni, hast du gehört? Du willst sie nicht abknallen, jetzt fickt er unser Kopf. Nicht abknallen. Aha. Können doch immer noch abknallen, wenn er nicht abknallen, nein, ich kann massieren, ich kann nur Füße massieren. Nein, Brock ist auch nicht. Dann will ich den Penis-Trick mit dir machen. Du wolltest gerade nicht. Was du musst dich drauf einlassen. Den Penis-Trick. Na, das ist also diese Belästigung darauf habe ich mir nicht eingelassen. Doch. Ich bin kein Warmer. Das jetzt. War mit Fetzer. Ich bin als Geisel. Warte, ich sehe nichts. Wir wollen. Ich lauf von alleine rein. Nee, du weißt hier. Aber kennst du dich aus damit? Ja.
Er soll durchfunken, dass wir eine Geisel haben. Alter, es lebt niemand mehr. Ja, es lebt niemand mehr. Ich hab's alle niederknallt. Level 2. Alle. Ich ja, erst, also erstmal Geisel nehmen, dann knallen so. Ja, aber ich weiß nicht. Ich hab's irgendwie von hinten rum getan. Dann haben wir einen freien Rap überfahren. Ja, ist jetzt ein bisschen ein Rap, aber was soll man machen? So, Sam, was machen wir? Liegen die alle? Level 2. Hab schon. Startwagen, weißt du, das ist eine neue Mission. Ach so, rückwärts. Lopat, danke dir für dein Raid. Ja, wir dachten, das Musikvideo. Ja, Satz ist auch Polizisten. Wir wurden gekündigt heute. Ach so. Wegen dem hier, da. Aber wie wär's, wenn sie einfach den da schießen? Das wäre nur einer. Wie? Naja, wenn sie nur ihn erschießen, dann müssten sie weniger da schießen. Anna? Toni, siehst du? Ach, ich weiß nicht, was er sagt mit seinem Akzent. Alter, ich rede ganz normal Deutsch, du Piefke, du. Piefke, Kuf? Was? Alter, redet er mit Piefkinesisch und sagt, ich kann kein Deutsch. Okay, das zu Kali, lass dies nein. Ich glaube, der ist Rassist. Was? Was sagst du da ein bisschen was Blödes? Ja, dann lass wir den Officer vorrennen als Ding. Wir gehen zu Kali. Ja. Meine Krawatte, den ist Platz. Kali? Ja, Kali. Den Kali Nesen? Hey, Kali. Trottler, die schießt zurück, das könnte euch sicher sein. Muss er kommen? Kevin, fahr du. Ja. Super, welcher Blutzeug ist auf die Idee gekommen, das Auto vor die Tür zu parken? Er redet mit mir. Opa, komm mal hoch, Sippi. Kann ich einsteigen, fahr mal. Aber schon vor. Was geil. Piefke. Selber Piefke. Selber Piefke. Warte mal kurz. Ich bin Werner. Ja, ich weiß wo. Du bist Sippi. Ah, Werner. Schön. Das ist die schönste Stadt der Welt, Wien. Wer? Ah, aus Wien. Ja, Wien. Wern, Alter. Barmalter Putz, Alter. Weiß einer von euch, was die Mehrzahl von Barmalter ist? Ich weiß nicht mehr, was ein Barmalter ist. Was ist Barmalter? Die Mehrzahl von Barmalter ist Wald, Alter. Toni, knall ihn ab, Alter, Mann! Ich verstehe nicht mal was, Mann! Wie, du verstehst nicht? Ja, was sagt der? Sieb, weißt du, was die Mehrzahl von Schwanz-Aslik ist? Nein? Ist Schwanzenborgen! So viel verstehst, gar nichts! Was redet er? Das gleiche wie du! Sie sollten mal zum B2 so, Deutschkurs. Du läufst jetzt davor. Wohin? Zum Kali anwesend. Ja, gut. Toni, nicht du, nix. Lass ihn rennen. Hände hoch oder Hände unten, oder soll ich so laufen? Direkt schießen, reinschießen. Warte, ich guck, ob da jemand ist. Ich sehe. Ach du Scheiße, ich lese 20 Mann oder so. Rosa. Wie? Rosa. Ja. Komm, wir gehen rein. Okay, komm. Kevin, komm. Ja, wir machen sie platt. Kein Rückzug. Toni, hol deine Minigun raus. Wenn ihr meint, das ist eine gute Idee. Kurz und knack. Und was macht der Bulle jetzt? Warum sollte er vorhin? Die sollen ihn als erstes abknallen. Damit die ihn abknallen. Ablenkungsmanöver. Ich glaube, der ist runtergerollt. Oh, nee, da ist er. Der wird die doch warnen. Ren, Kevin, ren! Digga, dieses Anwesen noch so overpowered, ne? Ich schaffe 150 Schuss Racing bei Minigun. Wie viel Schuss hast du? 150. Warte. Ich hab alle.
schießen Richtung Haus. Fucking Sleeper, man. Vor der Tür sind welche, vor der Tür sind welche. Kann man nicht durchschießen. Okay, komm. Erst bitte nicht auf mich. Wo sind die? Homie, hast du Viagra? Nein. Schade. Was machen das Ding? Und dann kannst du so hochspringen und so. Einer ist noch im Haus, einer ist noch im Haus. Ich push ihn. Alles klar. Okay, easy, easy. Jetzt am Mobi. Jetzt am Mobi, jetzt am Mobi. Jetzt am Mobi, am Mobi. Am Mobi, am Mobi, am Mobi. Komm, am Mobi, wir gehen jetzt am Mobi. Wir gehen jetzt am Mobi pushen, komm. Okay, komm. Wir gehen jetzt zum Platz und ficken die. Ja, gute Idee. Wir gehen am Mobi, am Mobi, komm. Warte, ich guck, wie viele noch wach sind. 7 Mann. Den, da kann man mit Sniper rein. Wir mit. Und dann komm, steh auf. Ich darf auch stehen, ja. Ja. Das ist ein Maskottchen. Lass auf Platz, auf Platz. Geh Klasse am Wochen, schöne hoch. Jetzt direkt ein Mobil rein. Ist narrisch, das ist ein Auto erst. Auf Platz auch. Ich hab mal geguckt, es sind nur 2 wach von dem Platz. Missa und Is, lass die ficken. Wow! Ich schau da weg. Ich schau da weg. Dafür gibt's kein Bußgeld diesmal. Du, die Schnauze, du kannst gar kein Bußgeld geben. Ja, ich gebe auch keins, weil ich wegschau. Ich hab gerade meine Füße gelutscht. Ja, na und? Ich hab mir ein bisschen gefallen. Wie, er hat dann was? Ich meinte, er soll sie küssen, er hat sie gelutscht, mein Zähnen. Davor war unter meinem Nagel so ein bisschen ins Wasser, das ist alles weg. War lecker, hat der Aroma. Ja, das war auch lange drin. Das ist schon gerustet. Aromatisch. Ja, meine Freundin will das nie machen für mich. Ja, dann sollst du es denn neu suchen. Ja, ich glaube auch. Die neue suchen. Gestern haben wir noch heimlich erwischt, wie er im Boxverstand hier rumrennt. Im Parkplatz. Chat, aber wie gut ist mein Sniper-Aim, Chat? Ja, 30 Autos oder so. Was ist da unten? Das schaut interessant aus. Muss ich wieder vor? Da ist einer. Na, bist du erst schon also treffen muss noch halt gelernt werden. Jetzt, sorry, sorry, tut mir leid. Handler. Hey, was, Handler? Scheiß Juxel. Erst, wie nimmst du Juxel, Alter? Pushen, pushen, pushen. Da ist eine BF.
alle da, das ist alle unten. Komm runter! Wo Tony? Sind die? Im Haus. Tony! 0 von 10. Doch 1. Seifen. Komm drüber, komm drüber, komm drüber. Stark, stark, Sosa. Das ist doch einfach hier. Ein Heady One von der Seite. Ah, oh, Sepp. Ich... Song. Alle Dead Body. Guck mal, ob dein Dildo beschädigt wurde. Guck mal. Oh, alles gut, Dildo ist noch da. Willst du dich mal auf den Stuhl setzen? Was passiert denn? Setz dich hin. Und dann? Sitz. Okay. Hab ihn. Ah, Toni liegt! Hier! Nein! Ich rette dich! Wer war das? Oh, ist wieder gerettet. Ich komme! Lululu! Ich hab ihn schon gefickt, Tommy. Wie? Ich hab ihn gefickt. Ist schon? Ja, ist gut. Oh. Ja, Licht. Hätte ich mehr erwartet von den Jungs, sag ich dir ehrlich. Echt? Ja. Laut dort. So, okay. So, jetzt bleiben wir wieder hier, Jungs, ne? Alle Waffen her. So, hier. Alle Waffen hier, Jungs. Wo ist Toni wieder? Wo ist Toni wieder? Was? Da ist Toni. Toni, Waffe ablegen. Jetzt bleiben wir wieder hier in Los Santos, ne? Was ist los? Wie lange doch? Es tut mir leid, was machst du? Ich hatte sehr viel Stress. Was machst du? Mir ist gerade sehr langweilig. Achso, yeah. Ich hab ein Date mit Rose. What the fuck? Ja, dann, ne? Dann viel Spaß. Spaß, ich hab kein Date mit Rose. Doch, hast du wohl. Nein, das war Spaß, das war ein Witz. Das war, Joke. Mhm. Oh, was machst du denn? Ja, gar nichts. Ich fahr grad mit einem geilen Auto rum. Ey, hier liegen auch noch Waffen. Komm mal her. Okay, komm mal. Ich glaube, ich fahr mit deinem Auto. Wie viel du rum. Welch, was, welches Auto? Ist ein Urus. Steht King Kerns drauf. Ja, ist mein Auto.
Code Rohr 10? Ja, Rohr 10, was gibt's da? Gibt's dann. Ja, da gibt's 10%, weißt du, wie ich meine? Aber sag niemanden. Hör mir zu, ich hab gerade Schießerei, Mieserei gemacht, ich bin gleich bei dir, okay? Hol mich mal ab, MOB-Hood. Was hast du gesagt nochmal? MOB-Hood bin ich, hol mich mal ab. Okay. Alles gut. Alles gut, Homeboy. Ich hab die Anlage im Griff. Sippi, man sagt nicht mehr Homeboy. Sepp, Sepp, nicht Sippi. Rautl. Hi, Oman. Was? Warum geht doch Rose nie ran? Rose, was machst du? Nichts. Ich bin mit Amelie. Wo bist du? Mit Amelie. Ich warte hier die ganze Zeit und du bist mit Amelie. Nein, ich bin. Also, sie ist noch. Oh. Es war geht kurz, auf den es Scheiß war, Blatt, geht auf den Scheiß Blatt, geht auf den Scheiß Blatt, geht auf den Blatt. Hey, lauf ich dich da. Ein kleiner Wichser. So, wir bleiben jetzt einmal alle in Los Santos, ja? Alles gut, Jungs. Sorry, ja, okay, du jumpst gar nichts, Mann. Der größte NPC hat mich geholt. Fuck. Ja, alles gut, ich will dir auch nicht dein zweiter sein. Fuck, Digga. Ja, Bro? Mit SMS habe ich da einige. Rose, ich war nicht die ganze Zeit mit Amelie. Ich bin doch gerade gar nicht mit Amelie. Ich habe gesagt, sie soll mich abholen, weil ich gerade keine Karre habe. Und da rufst du sie anstatt mich? Ja, wo bist du, damit ich zu dir fahren kann? Scheiß drauf, ehrlich. Wo bist du? Wo bist du? Schick mir ich hab sowieso schlafen. Chill einfach mit Amelie. Ja. Mach's gut, ja? Hallo! Was ist denn das für Arme? Komm mal her, verkaufst du es jetzt schon wieder für eine Scheier, hä? Nein, Homie, dafür kann ich nichts. Jetzt ist Rose sauer, weil ich gesagt habe, dass Amelie mich abholt, obwohl ich was zu tun hatte und Amelie hat auch gewartet, sie war auch sauer, ich hab gar nichts gemacht. Ja, ist ja auch richtig, dass sie sauer auf dich ist. Wer ist denn der Mann hier, der Polizist? Den haben wir gefunden, Officer. Keine Ahnung von wo der kommt. Ich bin der Officer Sepp, wie man steht zu ihrem Dienst, haben sie einen Führerschein, wenn sie schon so blöd fragen? Ja, hab ich. Ja, wirklich? Wann gemacht? Das geht sie gar nichts an. Ach so? Doch, geht ihnen was an. Und sie heißen wie? Ich bin... Emily! Ja? Wie geht's dir? Gut, und dir? Wir können Rose auch einsammeln, oder hat ihr direkt ein Date? Ja, aber sie ist sauer jetzt, weil ich gesagt habe, dass... Nein, alles gut, ich klär dich, pass auf. Wer ist denn hier? Nils. Das Kind von Rose. Rose hat ein Kind? Ja. Wer ist eigentlich der Vater? Wie Papa Wusste? Jürgen. Wusste, das Kind ist weiß. Oh. Ja, das ist nicht seins. Ich bin adoptiert. Okay. Wer bist du? Toni. Ich sag euch ehrlich, Toni. Das ist Hallo. Das geilste Auto, was ich jemals gesehen habe in meinem Leben. Ja, oder? Wie krank haben die das denn bitte gemacht? Ehrlich schön. Aber auch Vita-Bait-Auto. Weiß sie. Rose! Mama. Hallo? Ja. Hallo, Rose. Rose, dein Kind habe ich hier gebracht. Warum seid ihr nackt? Ich hatte. Wir waren die ganze Zeit unterwegs kind. Und wir hatten eine Schüssel. Ihr wart nackt und du warst mit Amelie. Nein, Mann, nein, so ist. Nein, wir waren schon so bei der MOB-Hut, war nicht so nackt. Ja, stimmt. Eigentlich war ich im Auto mit Amelie so. Toni, sag bitte die Wahrheit, bitte. Toni, lieber nicht, ich sag nicht. Nein, da war nicht Toni. Mann, Toni, hör auf! Du hör auf mit deiner... Toni! Toni, mach nicht so mit mir, Homie! Wir haben ganz nett gewartet. Ja, ohne Witz, fühle ich aber. Warum bist du alle warten? Ich bin wieder in die Situation, ja. Guck mal, ich wurde heute nur gefickt. Ich lag heute den ganzen Tag nur am Boden. Bitte lass mich doch... Und ich muss hier Bitcoin, wieder rumlügen jetzt, alles gut, damit mein Kumpel gut. In gutem Licht da steht, ne? Ey, guck mal. Bitcoin, Baby, komm. Brauchst du eine Umarmung? Baby hat er ihn genannt. Ist Opa Bitcoin nicht irgendwie 100 Jahre alt? Der Baby gesagt zu ihm.
Der ist 100 Gula, Jahre alt, oder? Ich bin jetzt mit Mr. Bitcoin zusammen. Zusammen? Ja. Was? Wurde ja hier stehen gelassen. Also, nein, ich bin mit meinem Patron zusammen. Ja. Geh mit deiner Allergie. Die alte Sack hier? Komm, oh mein Gott. Was? Oh mein Gott. Susse, mach nichts falsches. Hallo. Überfahr dich. Amelie, steigst du ein? Überfahr dich. Oh mein Gott. Geiler Arsch! Homie, kannst du für mich Kellner spielen? Wo bist du? Ich bin Würfelpark. Kannst du für mich. Ich bin auch Würfelpark. Kannst du für mich Kellner spielen? Für wen? Amelie. Amelie? Und mich, ja? Wo geht der hin? Weiß nicht. Wo geht der essen? Weiß ich nicht. Such was aus. Noch so ein Auto. Okay, wo bist du denn? Ah, Rose, weißt du, mit wem Sasa unterwegs war? Wo bist du? Rose, Lüge, mit Amelie. Lüge, ich bin gerade erst eingestiegen. Ja, ja, er hat dich abgeholt von der Hut da hier, von den Kevin Sackis, die Hut da. MOB. Komm raus! Komm raus! Patron, was machen wir jetzt? Ja, Amelie, jetzt wirst du sehen. Jetzt wirst du sehen. Komm rein! Oh. Ups, ja, okay, das war's. Alles gut, alles gut. Hey, yo, Roseman! Was? Warte mal, warte, lass sie so kurz auf den Boden. Die hat Sosa sogar ein Küsschen gegeben auf die Wange. Hey. Ja. Mr. Bitcoin, komm, wir gehen. Komm, hm. Mr. Bitcoin. Hey, du kannst Schwanz. Ja, was machst? So, ich muss ein Foto machen fürs PD. Mr. Bitcoin, komm jetzt! Sosa hat ihn auch. Warum kann Mr. Bitcoin nicht reden? Hast du. Mirda, wie redest du? Ja, mein Patron will gerade nicht reden. Was? Also, Sosa hat geflirtet mit Amelie, ne? Ist nicht danach zu reden. Okay. Warte. Motherfucking Bitcoin, Alter. Ja, dann. Oh mein Gott, bitte! Bitcoin in Ruhe! Wenn du ein Mann bist, dann fick mich jetzt in den Bitcoin, Arsch. Bitcoin, lass den Ruhe! Oh mein Gott! Ich sag doch, die OGs haben Kali gefickt. Mein Gott! Ich hab ein Bild davon. Als ob. Bitcoin gibt Arsch. Mr. Crackcoin hat einfach Arsch gegeben. Oh. Steigt ein, wie ihr da aufsteht und kommt. Wir haben eure Männer gefickt bei euch. Wir haben eure Frauen gefickt bei euch. Minus eins. Wovon machst du Fotos? Er macht von dir Arschfotos. Was redest du da, Mann? Was redest du, Homie? Was redest du, Homie? Ich stand hinter dir, Bro. Was hier? Ja, ja. Er hat die Arsch fotografiert, Bro. Ich stabilisiere nur, ja? Ja. So, Sir. Oh mein Gott, was machst du mit dir? Hör auf damit! Alles gut, ich stabilisiere sie, ja, die haben sie stabilisiert. Oh mein Gott. Rose, du musst zum Psychotherapeuten. Was sagst du da? Oh. Cousin, was sagst du? Weißt du, wo du hin musst? Zum Kleidungsgeschäft, du Bitch. Also! Glaub ich nicht, alles gut. Hey, Cousin, warte. Sosa, jeden Tag. Ich frage sie jeden Tag, was ist eure Beziehung? Sie sagt immer, sie ist mein kleiner Bruder. Und jetzt holt sie rum. Aha. Ey. Bitch, Cousin, was? Willst du was von Sosa? Ey, wir beruhigen uns jetzt. Ja? Nein. Hey, Rose, was sagt ihr da? Aktuell, wir sind bisher Freunde. Rose. Wir hatten kein Date, gar nichts. Rose, da ist sie so? Sosa. Ja. Komm, du fit Arsch, komm. Rose. Ah. Rose. Was hab ich denn? 880.000! Die hat dich beleidigt, ne? 880.000, GG's. Oh mein Gott, hätte sie das zu mir gesagt. Was redet ihr denn? Amelie. Rose, komm mal mit. Warte, was klären. Komm mal her. Geschrieben, hey, guck mal. Amelie, stimmt das? Ja, was ist das? Nee. Ich hab gekündigt, Digga, bei den Idioten. Ich hab dich nicht gesnitcht.
Amelie. Du sagst immer, es ja, jetzt ist ein Freund. Amelie. Amelie, ja, Amelie, Amelie. Du hast mich als Co-Partner gesnitcht. Ja, das nicht mehr. Chat, hab ich Willi gesnitcht? Hä? Ey, Sosa, mal Rose nennt dich Bruder. Wie wär's? Ich weiß es nicht. Sie weiß es nicht. Keine Ahnung, aber mit den Idioten arbeite ich nicht zusammen. Digga, die haben Bitcoin in Breitenberg ihre Eier geleckt. Kriege für einen Mann. Das wird nicht, obwohl die uns vorher gefickt haben. Hä? Ja. Die hat ihn gerade beleidigt und was machst du denn jetzt hier? Die sagt das nicht, dass sie sich mich beleidigt hat. Ja, doch, hat sie. Du bist so manipulierbar. Ja, Amelie, sag mir jetzt die Wahrheit. Ich hab gar nichts gesagt. Ich hab ihr nur gesagt, sie ist ein Therapeuten, dann hab ich sie erklärt. Was passiert hier? Krieg. Von wo spawnt Sägen immer? Sägen. Herr Officer, servus! Sage. Ja? Ich hab deinen Vater gefickt. Sophia. Hurensohn. Huren? Magge. Warte, wir sind sofort da. Wisst ihr was? Lass mich alle in Ruhe mit dem Frauen, ich werd schwul jetzt! Nimmst du mich? Nimmst du mich? Nein, Homie. Hey, check ein. Schnell. Amelie, das war nur ein Spaß, Mann. Rose, Sosa mag dich. Steig ein. Ich verstehe die Frau nicht. Ich mag die heute. Wir treffen uns noch, verstehen uns und jetzt plötzlich macht sie wieder Theater, wenn wir irgendwo hinfahren. Ich verstehe die Frau einfach nicht. Kannst du Auto reparieren? Ja. Nicht von ihr, Bro. Nicht von ihr, Bro. Warte, ich hab nicht. Wohin wollen wir? Hast du repariert? Warte ganz kurz. Fahr die mal beide zum Pia Kalibri. Hey! Oho, wer hat geschossen? Das war nichts, das war kein Schuss. Ja, okay, ist gut, Bro. Cool, ich denke, die Okay, lass uns Krisengespräch machen. Genau. Rose soll zum Pier kommen. Okay. Kolex, danke für den Zapgriff. Wir müssen das jetzt alle für mal klären. Ja, frag sie bitte, was sie für dich empfindet und sie soll es jedem sagen. Was du für Sosa empfindest? Nein, Rose für ihn empfindet. Sie sagt mir immer, er ist ein kleiner Bruder. Was empfindest du denn? Gar nichts. Wir hatten noch nie ein Date. Was soll ich empfinden? Ich mag ihn sehr. Ja, wir kennen uns doch schon sehr lange. Wie lange kennt ihr euch schon? Also ist Sosa dein Bro. 1,5 Jahre? Ich hab doch 24 Stunden am Tag Zeit. Der ist der von der Army, Mann. Hey! Okay. Alles klar. Kann ich die Fragen stellen, ihr beantwortet? For real, Bro. Wenn sie gleich da ist? Okay. Ja, okay. Wieso? Wir müssen reden machen. Komm. Okay. Mein Onkel hat damals immer in Sisserbach hier gemacht. Komm. Komm. Amelie, bist du Single? Ich frage für ein Schuhprojekt. Da bist du. Du kannst Coach fragen für Schulprojekt. Ich bin ein Niemand. Alles. Amelie, bitte gegenüber. Ich sag, show me. Du gegenüber? So. Rose kommt gleich, sie nimmt den Platz, ich bleib stehen. Oh, Digga. Mach mal Medic, Homie. Das war Rose, Bro! Hä? Die soll mal herkommen jetzt. Ja, wo ist die noch her? Ey, ich will nicht ihr Arsch anfassen, Mann. Ich muss auf der Couch schlafen, Mann. Alles gut. Rose, bitte, bitte komm doch einfach her. Du sitzt mit dir an einem Tisch? Ja, damit du hierher kommst! Mach lauter. Okay, ich komme. Ey, Mann, ich hab heute geguckt, ich hab an meinem Bart 2 graue Haare. Ja, yeah, ja, yeah, ich auch, oh mein, ich auch. Das ist schon hart, ja. Ich auch. Pä, ja. Ich wach morgen auf mit 10 Pickeln. Ja. Was soll ich sagen? Mit dieser Öl am Nacken. Du zieh erstmal eine andere Hose an. Was hast du denn hier vor mit deiner Hose? Gar nichts. Lass mich doch alle in Ruhe, Mann. Willst du, dass die Männer auf deinen Arsch gucken, ne?
Was kann ich für den Arsch? Halt die Fresse! Oh, what? Die Hose ist mit Push-Ups. Zwei Wochen. Junge, zwei Wochen. Dein Pimmel ist mit Push-Up. Zwei Wochen. Drei. Zwei Wochen. Sofa. Sofa. Sofa und zwei Wochen. Nein, nein. Oh, oh. Bis dann. So. Okay. Oh mein Gott, ich kann das alles nicht mehr. So, Rose, setz dich mal nach rechts. Ist das hier eine Intervention oder was? Erzählen Cousin. Wenn ihr danach auch eine Beziehungs- Therapie braucht, dann sagt mir Bescheid, okay? Okay, super. Alles gut. So, du bist auch die erste Frage ist, Amelie, warum flirtest du mit Sosa? Ich flirte doch gar nicht mit ihm. Okay. Rose? Ja. Rose, ich habe eine Frage gegenüber zu Sosa, ja? Gibt es Dinge oder Eigenschaften, die dich sehr nerven an Sosa? Ja. Und die wären? Dass er mit dir, der Frau hier, keine Ahnung, flirtet. Befreundet ist. Du wolltest gestern Diana heiraten, davor wolltest du Mrs. Fox. Ja, seit fünf Tagen wollte ich gestern Diana heiraten, ne? Warum ärgert dich das so? Also Rose will ja nicht sagen, ne? Rose will ja nicht sagen, aber Sosa hat extra für dich ein Auto bestellt, ne? Wo? So mit braun-rosa Farben so. Eine da. Nein, scheiß auf dieses Auto. Wir müssen. Nein. Ja, okay. Kriegt niemanden. Ich verschiss dieses Auto ohne meine Genehmigung. Wir haben die Frage beantwortet. Die nächste Frage, Rose. Was glaubst du, was ist eure gemeinsame größte Stärke? Von Sosa und mir? Genau, ihr habt bestimmt eine Stärke gemeinsam und die teilst du mir jetzt mit. Wir haben denselben Humor. Okay. Zeigt das von Stärke und wir sind oder Schwäche? Oder ist es was Negatives oder was Positives? Warte, lass mich mal überlegen. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir können nicht mit, aber wir können auch nicht ohne. Okay. Amelie. Ja. Denkst du, Sosa will dich nur wegen deinem dicken Hintern oder? Ja. Seid ihr echt nur. Wir sind Freunde, okay. Natürlich, aber trotzdem findet er den Arsch geil. Ist das Freunde mit gewissen Vorzügen? Wenn er sagt, darf ich ihn mal reinhämmern, würdest du es erlauben? Nein. Sosa? Ne. Gibt es ein paar hier in der Stadt, die du sehr beneidest? Was heißt beneiden? Also, wenn du das Paar zum Beispiel siehst, sagst du, ja, genau dasselbe möchte ich auch. Ja. Wer? Deine Eltern. Danke dir. Okay, Rose, gibt es irgendwelche Themen, wenn die Sosa ansprechen würde, wo du ihm nicht vertrauen würdest? Vertrauen. Weil er wird jetzt gleich etwas sagen und du willst sagen, ob das eine Lüge ist oder ob das der Wahrheit entspricht. Okay. Sosa, du sagst jetzt etwas, was du mal gemacht hast, kann wahr sein oder falsch sein und sie wird dann raten. Okay. Und nicht, dass du irgendwas mit meiner Mutter hattest. Okay, ich habe in den letzten 3 Tagen... Lüge. 50 Frauen angesprochen. Lüge? Nein. Alles gut. Ich habe in den letzten drei Tagen... mit keiner Frau geschlafen. Lüge. Okay, du sagst Lüge. Wieso? Hast du das gefühlt? Ja. War das die erste Antwort in deinem Kopf? Ja. Guck mal, mittlerweile ist es soweit, dass seine Glaubwürdigkeit verloren gegangen ist, weil er mich immer angelogen hat. Wo hab ich dich angelogen? Sag mal. Willst du mich verarschen? Wo? Sag mir ein Beispiel, wo ich dich angelogen habe. Ich ruf dich gleich an, ich habe ein Geschenk für dich. 2 Stunden später.
Gestern. Nein, das liegt doch nicht. Hast du mich hängen lassen? Du lässt mich jeden Tag hängen. Jeden Tag. Ich komme und warte und warte und warte. Und du? Ja. Jedes Mal. Komm mal, bist du gleich da? Jedes Mal. Warte. Ich hab nicht gewusst. Ross, bitte wiederholen, was du mal gesagt hast. Tut mir leid. Egal, Scheiß was ihr macht, macht weiter, ja? Bitte, das bringt nur Geld. Ich seh immer weiter. Kalito. Für TikTok. Ja, Bro.